Hallo und herzlich willkommen zu letzten Folge dieser Session. Also ich glaube, du kannst damit jetzt auch wieder aufhören und ganz normal Staffel sagen. Wirklich? Ja. Are you sure? Hast du Schuhe? Ja, ich habe Schuhe. Okay, zu dieser Staffel von Factorio. Dabei ist wieder der stets korrigierende und häufig besserwissende Yankee, der das hier außermittig gebaut hat. Und Nörgel. Und ich wollte ein bisschen Wald abholzen zeigen, wie ich das mal so machen würde. Wir sollten vielleicht in Erwägung ziehen, dann wieder mal so den Baum-Mod zu installieren, also den Tree Farm zum Beispiel, zwecks Energiegewinnung aus Holz. Das wäre eigentlich schon eine Sache, wo ich sagen würde, ja, warum nicht? Wie kommt's? Das Holz auf der Map, das holzt man ja ab. Und jeder weitere Wirtschaftszweig macht das Spiel für mich interessanter. Und Holz ist einer von ihnen. Und na, ich hätte gesagt, sollten wir das mal über die Mod dann mitmachen. So, da kommen die neuen Roboter. Die habe ich noch gar nicht gesehen, ob die jetzt auch irgendwie neue Animationen haben. Nee. Das haben sie nicht, aber sie machen das, was sie sollen, nämlich Wald fällen. Genau, und dann können wir nämlich hier, der Yankee, der wollte hier unten weiterbauen, dann können wir für den Yankee schon mal ein bisschen Platz machen hier. Machen wir einfach mal hier den Wald weg. Dann haben wir erstmal was zu tun. Und demnächst brauchen wir die Roboter natürlich, um die Ressourcen für uns ranzuschleppen. Und was haben wir hier? Hier können wir natürlich noch schön, oh, schönes Beispiel, hol ich mal eben. Fällt mir ein. Mal ein bisschen schneller. Hast du gerade geforscht? Ja, ja. Sieht man auch sogar, ne? Wie die hier jetzt ein bisschen schneller unterwegs sind. Je nachdem, welche Mods man installiert hat, geht das hinterher richtig schnell und die können auch richtig viel transportieren. Da fand ich das schon fast wieder schniepeln. Kann man halt drüber streiten. Und was wir auch machen könnten, ist natürlich dann, oh, hier haben die Monster einen Ofen weggebasht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Waren die hier unten, haben angegriffen, haben es nicht gesehen? Kann das sein? Ja, wir gucken mal ein bisschen auf der Yankee-Cam, während ich mal ein bisschen orientierungslos in der Gegend rumlaufe. Ja, hier haben die Dinger jetzt gerade ein Problem, die Steinchen abzuholen, weil das wird alles von der Mauerproduktion aufgesaugt. Mhm. Also eigentlich bräuchten wir mal mehr Steinchen. Wir könnten ja noch eine zweite daneben stellen. Eine zweite Mine, dann arbeitet es doppelt so schnell, aber das ist auch bald doppelt so schnell weg, ne? Haben wir denn noch Steine in der Nähe irgendwo? Da oben im Wald sind noch ein paar, aber die sind natürlich gut versteckt. Ich kann das immer nicht erkennen auf der Map hier. Ich weiß gar nicht. Ich erkenne das total schwer. So, wir werfen euch jetzt mal wieder einen Blick auf die Energie. In der letzten Folge war so eine Philosophiefolge. Haben wir so ein bisschen, habe ich vor mich hingefilosophiert. Ich weiß gar nicht, wie das ankam. Ich habe da ja so einige Themen eigentlich auf Lager. Aber weiß nicht, ob die dann immer so in so ein Let's Play gehören oder ob man das mal, wie gesagt, vielleicht mal separat macht. Aber ich will jetzt nicht schon wieder irgendwas versprechen, was ich dann hier nicht halte. Tastaturvideo, Rechnervideo, Podcast. Ja. So, und jetzt hat der Yankee hier schön Platz weiter zu bauen. Ne? Was haben jetzt alles die Roboter in der Zeit gemacht? Stell dir mal vor, ich hätte das von Hand gemacht. Echt ätzend. Wäre das geworden. Und auch hier können wir mal ein bisschen abholzen, weil hier würden wir ja dann weiterbauen, denke ich mal. Das heißt, hier so geht es dann auch weiter. Und das Risiko, was hier birgt, ist, dass durch das Entfernen der Bäume, es ist übrigens in der Tat so, wenn wir die Bäume entfernen, die Bäume haben eine luftreinigende Wirkung und puffern ein bisschen ab, was die Monster von uns schnüffeln. Und wenn wir die Bäume entfernen, dann ist die Chance, dass die Monster irgendwann mal sagen, da denn los? Die steigt dann, ne? So. Gucken wir mal gerade, während ich zu den Robotern laufe, gucken wir mal, was der Yankee macht. Erzähl mal.
Ja, also es reicht jetzt dafür, dass ab und zu hier mal so ein Logistikroboter so ein Steinchen rausholen kann mit der erhöhten Produktion. Und da sehen wir, da geht ein Stein. Ich bin aber noch, bin ich mit Laufen schneller, bis wir die noch deutlich schneller geforscht haben, die Logistikroboter. Und die bringen das jetzt hier in diese Kiste. Und dann wird hier ein Electric Furnace gebaut, sobald wir von den Steinen 10 haben. Brauchen wir also noch ein paar. Was ich gerade überlege, ist, ob wir die Produktion. Sekunde mal. Ob wir die Produktion von. Ich halte jetzt hier mal kurz die Produktion von der Mauer an, damit man das mal zeigen kann, hier, wie das dann aussieht. Okay. Jetzt müssen wir noch genug Logistikroboter, genügend Steine abholen. Vielleicht soll ich da noch mal ein paar freisetzen, sind ja jetzt wahrscheinlich neue da. Ich überlege gerade echt, ob wir die Produktion von Robot Frames hier mal beschleunigen sollten. Das Problem ist, wir haben allerdings noch nicht die Karten erforscht, die Module. Hätten wir die Module schon erforscht, könnten wir eine schnellere Maschine bauen hier. Ja, aber das Denn tut die. doch. Also, ich meine, es geht jetzt zwar nicht so schnell, aber wir haben noch genügend andere Probleme. Also, bis wir so weit sind, haben wir wohl genug. Sagte er. Gut, dann schauen wir mal, wie weit die hier unten mit Abholzen sind. Da hatte ich ja einen Abholzauftrag in Auftrag gegeben. All dieweil dann demnächst. Das ist ja dann das nächste, was wir machen müssen. Ja, wir gucken, dass wir uns dann in die ganzen Richtungen dann wieder absichern. Sei es durch Mauern und Türmchen und Turrets und so. Ein bisschen Platz nehmen auch dann dafür und nicht zu eng bauen. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir mal gucken, wie wir das gestalten. So, hier ist So, schon. jetzt haben wir hier den ersten Electric Furnace in der Assembling Machine gebaut. Der kann noch nicht ausgeladen werden, weil der hier, der Smart Inverter damals noch kein Logistic Network hat. Jetzt kann ich den programmieren. Sagen wir, wenn im Logistic Network nämlich bis jetzt weniger als hier von den Electric Furnaces sind sie hin, da. Wenn da weniger als, sagen wir mal, 20 sind, da haben wir 20 auf Vorrat. Dann soll er inserten. Und das ist die schlauere Variante, als einfach eine Kiste klein zu blockieren, weil ja auch an anderen Stellen im Logistik-Network solche Ofen herkommen sollen. Und dann interessiert uns das ja meistens nicht, dass eine Kiste voll ist, sondern dann kann man sagen, ja, im Logistik-Network soll maximal 20 sein. So, und da wir das jetzt gemacht haben, können wir jetzt hier mit so einem Blueprint sagen, wir brauchen nämlich unbedingt mehr Eisen. Und dann stellen wir den hier so hin. So. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Construction-Roboter mit dem Electric Furnace an. Und ihm ist ihm die Batterie leer und er muss erst tanken gehen. Dum, dum, dum. So, jetzt. Und tada! Und man muss sich immer dieses ganze Zeug mit sich rumschleppen, weil das kann man jetzt von selber bauen lassen. Ja, das ist echt, also die Robotertechnik, das ist eine der schönsten Sachen, die hier ins Spiel gekommen ist. Das macht so viel Spaß, die kleinen Kerlchen da an der Arbeit zu halten. Absolut. So. Ja, da vorne ist das auch übrigens, ne? Ich laufe gerade von der Seite ran. Was hier denn los? Ist voll. Irgendwas ist hier. Das müssen wir mal ein bisschen verlagern, hier scheint es mir. Man kann übrigens, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob das noch geht. Früher ging das. Man konnte. Wie ging das denn? Um da eine bessere Verteilung zu erreichen. Also wenn ich so eine Ungleichheit hier habe, dann könnte ich zum Beispiel den hier reinsetzen, dann den hier wieder ran. Aber das ging noch anders, und zwar über das über Kreuz. Aber ich glaube, das war eine Mod. Ich bin ja gerade gar nicht so sicher. Aber auch hier, durch das, was ich gerade gemacht habe, ist auch was erreicht. Wir sehen ja, dass die Unterseite hier
schlechter bestückt war, auch beim Rausliefern. Und jetzt nehmen wir halt von beiden und packen da der hier anhält, der untere, wird das oben dazu gepackt. Und deswegen liefert der einen jetzt auch wieder aus. Und wir haben ja eben gesehen, die Öfen standen hier. Es sind so Kleinigkeiten halt. Das kann man noch deutlich besser machen, wenn man dann halt von beiden Seiten bestückt und so. Also das Kupfer hier aufteilen, auf die andere Seite packen, von da wieder Öfen dran setzen oder diese Ofenspur komplett nach unten legen und von da wieder rangehen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich der sinnvollere Weg. Da werden wir uns wahrscheinlich auch zu entscheiden müssen, weil wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh. Kommt gleich wieder. Öfen. Und die reichen nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Öfen reichen nicht. Bei weitem nicht, um irgendwann mal hier jemals das mit, also das ganze Kupfer, was wir brauchen, abzudecken. Das sieht hier zwar jetzt so aus, aber dann kommen die schnelleren Förderbänder, dann kommt all dies, das und jenes. Und das wird nicht reichen. So, ich werde jetzt noch anfangen, da oben den neuen Energiepark zu bauen. Von einer Seite. Während ich, Moment, ich muss mal gucken, ob meine fleißigen Roboter noch fleißig sind. Das ist erstmal Punkt 1. Du Mann. Roboport-Produktion, sagtest du, hast du auch gebaut? Nee, ne? Ja, doch, die ist da unten. Nehmen wir mal einen mit. So, weil das hier wollen wir als Erweiterungsbereich noch vielleicht für die Vorproduktion haben. Habe ich ja gerade erklärt. Und für die Erweiterung nach unten. Hier haben wir noch eine Erweiterung nach oben. Und wir stellen fest, wir haben ein Problem mit unserer Wissenschaft, denn grüne Flächen fehlen. Schon die ganze Zeit übrigens. Alles andere ist voll bis unten hin. Und das liegt daran, ja, das liegt an vielen Eisenplatten, deswegen baue dass ich wir keine Inserter haben. Und das liegt vielleicht daran, dass wir keine... Ja, das ist schön, dass du das machst. Gucken wir ihm dabei zu, während ich hier hochlatsche. Das ist ja immer langweilig, jemandem beim Latschen zuzugucken. So, jetzt müssen nur noch mehr Electric Furnaces produziert werden. Das, lass mich raten, liegt an fehlenden Steinchen. Mhm. Das ist denkbar, ja. Ja, wenn man die hier zu lange unbeobachtet lässt, dann bauen die sich auch irgendwann von selber wieder ab, weil die sich dann so denken, ach ja komm, was soll's, der will doch nichts von mir. Meinst du? Mhm. Ich halte das ja für eine recht gewagte Theorie, aber wenn du das sagst, so. Hier bauen wir jetzt mal Roboport hin. Das Ziel, was ihr wollt im Spiel unter anderem auch, ist, dass Roboports wirklich eure Mauern auch erreichen. Ne? Die Roboter, die Mauern reparieren können mit Repair Packs. Hast du schon Repair Packs vorbereitet? Fällt mir gerade mal so ein als Frage. Ist auch noch an. So, da sehen wir jetzt hier zum Beispiel sehr schön, wenn ich das hier so aufstelle hier, ne, da wird die ganze Gegend wird dann abgedeckt, so wie wir es eigentlich haben wollen. Und das ist nicht schön, ne? Nee, das machen wir anders. Ja, und je mehr da die Abdeckung ist von dem, dann ist es halt so, wenn angegriffen wird da oben und es gehen Sachen zu Bruch, kommen natürlich sofort die Repair Robots. Die Repair Robots und repairen the Scheiß out of the Mauer. Was ist denn eigentlich los mit mir? So. Und das viel Wichtige, warum ich das gerade gemacht habe, ist, ich will natürlich jetzt hier. Und da seht ihr auch, das muss erst aufladen. Wenn es aufgeladen ist, seht ihr? Dann funktioniert es gleich. Jetzt. Ich wollte hier noch den Wald wegmachen lassen. Dekadent wie ich bin, lasse ich den Wald entfernen. So. Und dann hätte ich nämlich gesagt, machen wir hier oben auch eine Reihe Solardinger hin. Die müssen jetzt nicht formschlüssig oder höhenschlüssig mit dem hier sein, weil ich finde das nicht notwendig, weil da eh irgendwann früher oder später bauen wir wieder weiter nach oben raus und da brauchen wir das nicht mehr. Ein weiterer Schritt, den wir was machen müssen, ist, da kommen die Roboter übrigens, wo wir daran denken müssen, Yannick, ist die Ausarbeitung der Grundversorgung. Also, dass wir uns die Sachen alle ins Inventar schicken lassen können und so, ne? Das können wir doch sowieso. Also, ich meine, wieso? Also,
Weiß nicht, ich finde das dank der Blueprints braucht man sich da gar nicht so viel schicken lassen. Ich bin da eher für alles, was man braucht, produzieren lassen und dann Blueprints nehmen. Ja, ich habe das ja auch mal. Beim Singleplayer habe ich das zuletzt ja so versucht. Ne? Ich habe gesagt, so, ich baue jetzt hier die selbstreplizierende Fabrik sozusagen. Ne? Das heißt, die Fabrik soll so gebaut sein, dass ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt sagen kann, und jetzt beginnst du dich selbst zu bauen. Das heißt, das heißt, inklusive Montagemaschinen, Montagezweige und so weiter. Und man brauchte also nichts mehr machen. Ich brauchte einfach nur noch mich irgendwann hinsetzen und das Spiel managen sozusagen. Hätte ich das weitergespielt, ne? Hätte einfach nur sagen müssen, so, hier, jetzt wird das dahin gebaut. Und alle Zutaten konnten abgerufen und selbst eigenständig gebaut werden. Und das ist halt eine coole Sache. Hast du mal so einen Spielstand so weit gehabt oder? Ja, ich habe mal das, aber ich habe es nicht bis ins Ende getrieben, weil also es gibt dafür nicht durchaus Sachen, die braucht man so selten. Dann baue ich es halt doch selber. Aber so, dass halt der Großteil, also hier zum Beispiel die Electric Furnaces und so, dass das alles von selbst geht und die Roboterarme und so, das habe ich gemacht. So. Ja, das wäre jetzt der Punkt, wo ich mir gerne Stahlplatten schicken lassen würde. Also das wäre dann hier noch so ein Bereich, wo wir noch Energiedinger reinbauen könnten, weil wir bauen hier unten eh nicht mal weiter nach oben. Was wir danach noch brauchen, bauen wir dann einfach Richtung Monsternester. Das heißt, in der nächsten Staffel expandieren wir vielleicht nach Norden und oh, da ist ein viertes Monsternest aufgetaucht. Also langsam wird es interessant hier an der Front. Ja, aber ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja. Parting Words. Ja, also unser Ziel hat geklappt. Wir haben jetzt Roboter, auch wenn noch lange nicht flächendeckend. Aber die wichtigsten Dinge sind so dran. Die Eisenproduktion werden wir das nächste Mal noch ausbauen müssen, also beziehungsweise die Förderbänder hier. Das müssen wir zumindest stellenweise, bis die Stahlproduktion abgeht, auf schnelle umstellen. Oder es ein bisschen umbauen, dass wir mehrere Bänder benutzen, wird natürlich auch gehen. Wie man gerade daran sieht, dass die Akkus wieder leer sind, da haben wir auch noch genug zu tun. Also, ja, In diesem wir hätten Sinne. schon wieder genügend Ziele für die nächste Staffel. In diesem Sinne hoffen wir, es hat euch gefallen, weil neue Technik, neue Ideen hier in eurem Lieblingskanal. Und empfehlt es weiter, was wir hier tun. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu den. Ich habe ja so ein paar persönlichere Dinge, beziehungsweise so, ne, so ein bisschen irgendwie in den letzten beiden Folgen, wie ihr sowas findet oder finden würdet, würde ich mich auch freuen. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Staffel, die hoffentlich dann eher kommt, weil Technik läuft ja jetzt. Und ich sehe auch gerade Repair Packs finden reißenden Anklang. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Tschüss.